Hi guys, hallo Leute. Welcome back to German with Jenny. In this video, I want to teach you how to use the verb kotzen. Kotzen. Kotzen means to throw up. You can use that verb when you're talking to your friends or family members, but you shouldn't use that verb in formal situations. And you shouldn't use that word either when you're writing a text. If you want to write a text and you want to talk about throwing up, then you would use the verb sich übergeben. Sich übergeben. Or you can also use the verb brechen. Brechen. Please don't show this video to any children because I'm going to be using some words and phrases that are not appropriate for children's ears. However, there's a lot of useful slang that uses the verb kotzen. And I really use those phrases a lot, I have to admit. Los geht's. If you want to say, that pisses me off, you can say, das ist zum Kotzen. Das ist zum Kotzen. Or you can say, das finde ich zum Kotzen. Das finde ich zum Kotzen. You can use that phrase when you're mad about something. You're not literally nauseous, you're just mad about something. Something annoys you, something pisses you off. And then you can say, das ist zum Kotzen. Or you can emphasize it, das ist echt zum Kotzen. Das ist echt zum Kotzen. Sometimes, when you feel like crap, you can say, ich fühle mich zum Kotzen. I feel like crap. Ich fühle mich zum Kotzen. Sometimes when I get up in the morning, I go into the bathroom, I look into the mirror, and then I say, heute sehe ich zum Kotzen aus. Which means I'm not looking good today. Not at all. Heute sehe ich zum Kotzen aus. Jemanden ankotzen means to piss someone off. Klugscheißer kotzen mich an. Smartasses piss me off. Klugscheißer kotzen mich an. Er ist ein Besserwisser. Er kotzt mich an. He's a know-it-all. He pisses me off. Er ist ein Besserwisser. Er kotzt mich an. So, jetzt könnt ihr euer Hörverstehen üben. Es gibt eine Person in meinem Leben, die sich sehr, sehr oft bei mir meldet. Sie schreibt mir pro Tag mehrere WhatsApp-Nachrichten. Manchmal kann ich nicht antworten, weil ich arbeite oder weil ich ein Video aufnehme oder weil ich unterwegs bin oder weil ich aufräumen muss. Und dann kann ich nicht sofort antworten. Und dann schreibt mir diese Person, wo bist du, was machst du, ist was passiert? Und dann denke ich manchmal, das ist so zum Kotzen. Man kann nicht mal 3 Stunden seine Ruhe haben. Wenn ich mich dann wieder beruhigt habe, dann mache ich mir natürlich Vorwürfe, dass ich das gedacht habe, weil ich finde es natürlich schön, dass sich diese Person bei mir meldet. Und ich möchte auch, dass sich diese Person bei mir meldet und ich liebe diese Person. Und ich möchte, dass diese Person für immer in meinem Leben ist. Aber manchmal kommt es eben vor, dass man genervt ist. Und ich denke, davon kann sich keiner freisprechen. Wir sind alle mal genervt. Ich sage das natürlich der Person nicht ins Gesicht, sondern ich rege mich dann innerlich auf. Weil man kann diese Person natürlich auch verletzen, wenn man sowas sagt. Und wir sollten natürlich andere Leute nicht verletzen. Habt ihr auch irgendeinen Menschen, der euch manchmal ankotzt, aber den ihr trotzdem liebt? Das könnt ihr mir ja mal unten in den Kommentaren erzählen. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!